Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution 2. Und wir spielen heute mal gemeinsam eine kleine Fun-Mod, nämlich Stehgolf von Kai Udenik. Das ist Golf mit einem betäubten Stegosaurus, der liegt hier schon. Das ist sozusagen unser Golfball. Und wir können jetzt mit V in den Schlägermodus gehen, dort können wir auch dann einen Schläger auswählen. Dann haben wir einmal einen Pitching Wedge, das ist glaube ich so für hohe Bälle, zum Beispiel aus dem Sand raus. Dann ein Putter, das ist für so flache Bälle, dann ins Loch. Und ein Driver, der ist glaube ich dann für die weiten Schläge, den nehmen wir jetzt erstmal. Da können wir dann auch noch die Power einstellen, die wir in den Schlag stecken wollen. Wir nehmen jetzt einfach mal direkt Strong. Und dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Mit der Maus können wir jetzt schlagen. Oh, das hat sogar gut geklappt. Wir müssen jetzt erstmal, glaube ich, hier vorne hin. Versuche erstmal das Sandding da zu schlagen. Sieht schon lustig aus, wie die fliegen. Hier oben müssen wir rein, das ist das Loch. Könnten jetzt auch hier rüber lupfen von hier. Aber ich glaube, man muss erstmal hier rüber auf die Insel. Oh, das war ein bisschen doll, glaube ich. Ja, der fliegt auf jeden Fall zu weit. Dann wird er auch resettet, hier an die Stelle. Man sieht an den Farben auch, wie doll man schlägt. Ist echt cool gemacht. Was nicht alles so möglich ist, ne? Oh nein, nicht runterrollen. Okay, das ist jetzt eine schlechte Position. Aber jetzt könnten wir mal den anderen Schläger gleich ausprobieren. Nämlich diesen Lupferschläger, den Pitching Wedge. Oh ja, okay, der geht auf jeden Fall sehr hoch, aber das war viel zu weit. Ich habe halt noch gar kein Gefühl dafür. Machen wir mal so ganz leicht. Ah, das könnte passen, wenn er oben liegen bleibt. Ja, jetzt müssen wir da reinschlagen. Können wir eigentlich auch den Schläger nehmen, glaube ich. Oder meint ihr, das ist zu hoch? Ich mach mal ganz doll. Oh Gott, okay, das ist viel zu hoch. Ah ne, der kommt runter. Das passt. Auch richtig gut. Ja, wir haben das erste Loch getroffen. Yay. Ab zum nächsten Loch. Sollen wir hier mal flach schlagen? Mit dem Putter. Und dann richtig doll. Ich mach mal gegen die Wand. Oh, der fliegt sogar echt so ein bisschen um die Kurve. Ich mache jetzt mal so einen Lupfer. Wo ist er hin? Hä? Wo ist der? Ach, da hinten. Okay, das war sogar richtig gut. Wäre noch cool, wenn man in die Perspektive von dem Stego gehen könnte. Also so, dass das verfolgt wird. Aber kann man leider nicht schlagen. Okay, jetzt versuchen wir es mal mit einmal da reinzumachen. Ich versuche jetzt mal gegen den Stein zu schlagen, dass er dann da reinprallt. Das würde ich cool finden. Okay, nee. Ich habe völlig versagt. Dann machen wir es einfach so rein. Das wird schon klappen. Komm, roll rein. Oh, der ist nicht ganz drin. Na, jetzt aber. Na, cool. Und dann zum letzten. Oh, da kann man ja wohl direkt reinmachen. Als ob das nicht geht. Probier's mal direkt mit dem Putter aus und dann volle Wucht. Aber das könnte echt klappen. Hätte er schon resettet? Warum? Ach, weil ich hier nicht über die Grenze schlagen darf. Verstehe, okay. Das heißt, wir müssten, wenn dann vom Winkel so schlagen, dass es da vorbeifliegt. Weil sobald er hier rüber geht, verschwindet er, glaube ich. Aber der ist schon mal gut. Und jetzt müssen wir dann nur noch rüberkommen. Probier es mal mit dem Driver und dann ganz leicht. Ah, das war zu leicht. Ah, der hat es nicht geschafft. Oh, das wird viel zu doll. Wobei, da sind die Wände noch, die Mauern. Oh ja, die blocken gehen. Und jetzt könnte er reinrollen mit etwas Glück. Ah, natürlich nicht. Oh. Ups. Das war zu viel Kraft.
Wollte nur so anstupsen. Und damit haben wir die erste Karte abgeschlossen, die ersten drei Löcher. Es gibt aber noch weitere. Oha, das ist jetzt aber sehr interessant hier. Weiß gar nicht, was das hier genau ist, diese Kugeln. Sind das so Save Points oder so? Das finden wir gleich heraus. Wir müssen auf jeden Fall da hinten hin. Sieht sehr kompliziert aus. Okay, das war definitiv der falsche Schläger. Sollten wir dann doch den Driver nehmen wahrscheinlich. Oh, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt zum nächsten Loch rüber. Da mache ich mal auf normal. Okay, viel zu schwach. Das ist nicht so gut. Können wir aber auch so resetten, dann brauchen wir nicht darauf warten. Okay, normal ist echt weak. Dann machen wir doch wieder auf strong. Schlage ich bestimmt rüber. Weil die Kamera ist manchmal ein bisschen doof, wenn man da hinterher will. Aber das klappt auch nicht. Aber er kommt in die Kugel rein. Mal sehen, was das jetzt bedeutet. Ah, gar nichts. War zu schwach. Das heißt, wir müssen noch doller schlagen. Jetzt könnte es klappen. Da unten gucken die Sauropoden. Er ist jetzt gegen die Kugel geprallt. Habt ihr das gerade gesehen? Der ist da voll hängen geblieben. Oha. Mach ich mal volle Power. Und dann gucken wir jetzt mal. Ja, diesmal ist er nicht gegen die Kugel geprallt. Sah nur so aus, glaube ich. Wieso ist denn der jetzt so nach rechts abgedingst? Keine Ahnung. Als ob ich das schaffe darüber. Das ist halt voll die kleine Mini-Insel. Wie soll das denn klappen? Ach, der wird so ein bisschen gesteuert von der Kugel, dass er in die Mitte geht. Ah, ich verstehe. Man muss eigentlich nur in die Kugel treffen und dann wird er durch die Kugel dort rüber befördert. Das ist ja praktisch. Versuche jetzt direkt von hier Hole-in-One. Ich weiß, es ist kein Hole-in-One mehr, aber wir versuchen es. Ich habe eh schon viel zu viele Schläge gebraucht. Ja, das wird nichts. Der ist zu kurz. Aber schlecht ist trotzdem nicht. Wir machen jetzt den Lupfer darüber. Oha, viel zu weit. Oder kommt der noch? Es wird knapp. Nee, der geht ins Wasser. Das war viel zu weit. Ich stelle mal hier auf normal. Dann kann man das auf jeden Fall besser kontrollieren, war jetzt aber auch zu schwach. Und da ist er drin. Sobald der blau wird, ist er übrigens drin und man kann dann da auch, glaube ich, draufklicken, um irgendwie die Stats zu kriegen. Genau, hier sieht man das. Das ist das vierte Loch. Und wir haben 7 Schläge gebraucht, wenn ich das richtig checke. Also selbst das wird gezählt, das ist echt cool. Sogar die Zeit wird gezählt. Ein Loch spielen wir noch. Nämlich das hier vorne. Das sieht auch echt interessant aus. Ich weiß nicht, warum die Pfeile hier so sind, aber ich mache jetzt einfach mit dem Driver und dann ganz strong und dann rüber da. Okay. Das war, glaube ich, nicht gewollt. Vielleicht brauchen wir doch einen anderen Schläger. Oh, die beschleunigen den. Oh, der arme Stego. Oh mein Gott, ich will nochmal resetten. Das will ich mir nochmal angucken. Weil ich würde jetzt gerne mal Pause machen und dann mal in die Sicht gehen. Und jetzt gucken wir uns das mal an, wie der fliegt. Oh, wie schnell. Oh nein, jetzt ist der hochgeflogen. Ich glaube, weil da hier die Struthiomimus im Weg waren. Wie gemein. Ich will das sehen, wie der da hinten gegenprallt. Der arme Stego. Das tut weh. Aber hat geklappt. Das ist ja cool, man kann sogar doch in die Perspektive gehen. Man muss nur pausieren. Ich schlag jetzt mal dagegen.
Gucken wir uns das nochmal an. Oha. Okay, das war nix. Ich glaube, das war zu doll, wie ich geschlagen habe. Ich glaube, ich muss da nur ganz leicht gegenschlagen. Nee, das klappt auch nicht. Okay, keine Ahnung. Wir machen es auf normalem Weg. Ein Schlag noch. Es war zu weit, ich fasse es nicht. Oh Gott. Ich versage auf den letzten Metern. Jetzt soll es geklappt haben. Ja, jetzt ist er blau. Jetzt können wir nochmal gucken, wie viele Schläge wir gebraucht haben. 5 Schläge, das kommt aber nicht hin, oder? 5 Overpaar. Ah ne, hier stehen die Schläge. 10. Ups. Sind das 5 Punkte? Ich glaube schon. Okay, ich glaube, wir haben 10 Schläge gebraucht. Ich kenne mich leider mit Golf auch nicht aus. Ist aber eine sehr, sehr lustige Mod. Es gibt auch noch weitere Karten und man kann auch selber Karten bauen. Denn es gibt diese Items hier, diese Löcher und so, irgendwo hier in dem Menü. Ah, hier bei den Zäunen könnt ihr das finden. Da kann man dann zum Beispiel ein Loch machen. Da kann man dann auch noch Settings machen. Wie das genau geht, das steht alles bei der Mod drin. Und Kai Udenik hat auch ein Video gemacht, das verlinke ich euch. Das erkläre ich euch jetzt nicht. Aber hier kann man dann auch ein Spawner machen für die Stegos. Okay, einige Sachen. Solche Speed-Dinger kann man machen. Mirrors, also dass die abprallen. Sehr, sehr interessant. Also krasse Mod, was man nicht alles machen kann. Ich verlinke euch aber, wie gesagt, nochmal das Video und die Mod von Kai Udenik. Da könnt ihr es dann nochmal genauer nachlesen. Da könnt ihr auch selber eure eigenen Strecken bauen. Ist auf jeden Fall mal eine ganz witzige Sache, so für zwischendurch. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.